Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit List of T beschäftigt und haben ein bisschen in Generics reingeschnuppert, uns hauptsächlich aber erstmal mit den Methoden auf List of T beschäftigt. Und wir wollen in den nächsten Videos jetzt langsam uns an das Thema Generics heranarbeiten, indem wir eben versuchen, eine eigene Collection-Klasse zu implementieren, und das ist der sogenannte Stack. Deswegen baue ich auch hier eine neue Klasse Stack. Und dieser Stack soll mir erstmal Int-Werte verwalten. Und genauso wie die List of T benutzen wir dazu auch intern ein Array. Das heißt, ich mache mir ein Feld, in dem dieser Array abgespeichert ist. Und das wollte ich nicht. Ich baue mir einen Konstruktor, in dem man diese Kapazität des Arrays eben festlegen kann. Auch hier mache ich jetzt einen Guard Clause. Das heißt, wenn die Kapazität kleiner als 2 ist, sie muss irgendwie größer als diese Angabe sein, dann werfe ich eben hier eine Exception. Eben eine Argument Out of Range Exception der Kapazitätswert. Also hier muss ich erstmal Kapazität angeben. Und hier kommt jetzt die Nachricht. Der Kapazitätswert muss größer als 2 sein. Also eine Collection, wo man nur ein Objekt oder einen komplett anderen Wert eben verwaltet, macht eben überhaupt keinen Sinn. Und hier muss ich jetzt eben die String.Format-Funktion benutzen, weil ich eben hier nicht mit console.WriteLine, das die gleiche Funktionalität wie String.Format benutzt, eben einsetze, sondern ich erstelle hier ja dieses Argument Out of Range Exception Objekt, und damit ich hier sozusagen den Platzhalter benutzen kann, muss ich String Format einsetzen. Ansonsten würde eben hier diese Sache nicht ersetzt, weil das der Konstruktor von Argument Out of Range Exception nicht unterstützt. Okay, also das ist mein Guard Clause, damit mein Objekt richtig initialisiert ist. Und dann sage ich eben, dass hier mein Array mit dieser übergebenen Kapazität initialisiert werden soll. Und dann nochmal zurück zum Stack. Auf Deutsch heißt der Stack ja Stapel. Und wir können auf diesem Stack, wenn wir ein neues Element hinzufügen, dann wird es eben oben auf den Stapel abgelegt und das wieder nächste Objekt kommt eben wieder oben drauf und nochmal und nochmal. Und so baut sich dieser Stapel eben sukzessive auf, und wenn ich eben ein Objekt oder ein Element vom Stack wieder wegnehmen möchte, dann nehme ich immer das oberste. Und deswegen ist es auch ein sehr einfaches Beispiel und relativ schnell implementiert. Und wir brauchen letztendlich zwei Methoden dafür. Einmal nämlich füge Element hinzu, und wir kriegen hier natürlich das neue Element. Und wir brauchen eine Methode EntferneElement. Damit nehme ich das oberste Element vom Stack wieder weg und gebe es dem Aufrufer zurück. Was wir auch noch haben möchten, ist ein Integer mit der Anzahl der Elemente, die eben hier in diesem Stack enthalten sind, und da mache ich einfach einen Private Setter, damit nur innerhalb der Klasse eben dieser Wert geändert werden kann, eben im Sinne der Kapselung. So, also wenn ich hier ein Element hinzufügen möchte in diesen Stack, dann muss ich ja hier sagen, diesem Array, also wenn das erste Element kommt, setze ich es eben an die Stelle 0. So, würde diese Methode jetzt aber nochmal aufgerufen werden,
Also ich müsste auch natürlich vorher noch diesen Wert erhöhen, dieser Eigenschaft. Wenn jetzt der Array an der Stelle 0 eben gesetzt wurde und wir rufen das nochmal auf, dann müssten wir es ja beim nächsten Mal an Stelle 1 setzen. Und beim wieder nächsten Aufruf an Stelle 2, wenn bis dahin nichts entfernt wurde. Das heißt aber, hier kann ich nicht einfach 0 die hardcodiert die 0 stehen lassen, sondern ich könnte aber beispielsweise hier diese Anzahl Elemente hier einfach setzen, weil die erhöhe ich ja. Also wenn ein Element im Stack schon drin ist, dann würde aufgrund der Nullbasiertheit von Arrays und Collections in .NET und C#, könnten wir diese Anzahl Elemente gleichzeitig als Laufvariable nutzen, um das neue Element jeweils an die richtige Stelle zu setzen. So, wir bekommen aber genau dann ein Problem, wenn unser Array schon voll ist. Wir haben hier jetzt noch nicht die Funktionalität, wie es bei der Liste ist, implementiert, dass wenn wir quasi an die interne Array-Grenze stoßen, dass wir dann sagen, okay, wir machen einen neuen Array, der ist beispielsweise doppelt so groß, wir kopieren alles vom alten Array in den neuen Array rüber und nutzen ab diesem Zeitpunkt den neuen. Sondern hier schütze ich mich einfach mit einem Guard-Clause davor. Das heißt, wenn diese Anzahl der Elemente vom Array gleich der Anzahl Elemente im Stack ist, also wenn das Ding letztendlich voll ist, dann schmeiße ich eben eine sogenannte Invalid Operation Exception. Und sage, der Stack ist voll. Und damit bin ich abgesichert vor einem invaliden Zustand meines Stack-Objekts, nämlich dass ich ein neues Element entgegennehme und das in diesen Array stecke, den ich ja übrigens read-only machen könnte. Ich tausche ihn ja jetzt noch nicht aus, ich initialisiere ihn bis jetzt bloß im Konstruktor. Und das verhindere ich eben hier, dass ich ein Element hinzufüge an eine Stelle im Array, die gar nicht definiert ist. Ja, und die Entferne-Element-Methode ist im Prinzip das Ähnliche, bloß umgedreht. Also wir zählen erstmal die Anzahl der Elemente hinunter, damit wir wieder auf die richtige Stelle schauen. Dann holen wir uns eben das oberste Element. Das ist eben underscore, hoppala, das war jetzt falsch, underscore array. Oder nee, Index von Anzahl Elemente. Dann setzen wir diesen Eintrag eben auf Null, den Standardwert von Int. Ja, vorher stand da ja was anderes drin. Mit 0 zeigen wir quasi an, dass jetzt wieder nichts drin steht. Und dann geben wir eben dieses oberste Element zurück. Und genau hier brauchen wir auch wieder einen Guard Clause, weil wir hier eben sagen müssen, wenn die Anzahl der Elemente gleich 0 ist, dann schmeißen wir genauso hier eine Invalid Operation Exception mit der Nachricht, der Stack ist leer. Gut, und damit wäre eigentlich schon unsere Klasse Stack jetzt erstmal fertig, die eben Ints verwalten kann. Und wir schauen jetzt mal hier in die Main-Funktion und versuchen jetzt diesen Stack einzusetzen. Das ist eben unser Int-Stack. Den initialisieren wir hier. Eben, was weiß ich, mit 5 Elementen. Nur mal zum Beispiel. Und wir können hier eben sagen, wir fügen ein Element hinzu. Eben, was weiß ich, die 47. 11. Und was weiß ich, die 32, ist ja wurscht. Und dann können wir eben sagen, das oberste Element ist eben vom Instack das entferne Element. Und console.writeLine oberstes Element.
Geschichte. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Hier wird unser InStack eben definiert. Wir kommen hier nicht in diesen Guard Clause rein, weil die Kapazität mit 5 richtig bemessen ist. Also ist größer als 2. Und wir erstellen hier eben diesen Array, den wir intern verwenden. Und damit ist auch schon mal sichergestellt, da wir auf diesen Array keinen Zugriff von außen zulassen direkt, dass wir nie wieder in das Problem kommen, dass dieser Array hier beispielsweise null wird, wenn wir auf ihn zugreifen. Okay, dann fügen wir mal ein Element hinzu. Wir sehen hier quasi, die Anzahl der Elemente ist 0. Das heißt, wir laufen wieder nicht in diesen Guard Clause und setzen jetzt eben an die Stelle 0 das erste Element, das reingekommen ist, und zählen dann auch die Anzahl der Elemente hoch. Das gleiche passiert eben mit 11, genau das gleiche, und mit 32. So, und dann holen wir eben die 32 wieder raus und geben sie auf der Konsole aus. Und damit sind wir eben hier am Ende der Funktion und wir sehen auch hier, wir haben hier die 32 ausgegeben. Okay, so könnte also eine Datenstruktur, die mehrere Elemente hat, intern ein Array verwaltet, aussehen. Wir haben eben bestimmte Methoden, die kann der Nutzer einsetzen, um eben Elemente hinzuzufügen oder wegzunehmen. Und das Ganze funktioniert offensichtlich. Aber wir haben noch ein Problem. Nehmen wir mal an, wir wollen jetzt unseren Stack nicht für Int-Werte benutzen, sondern für Strings. Dann sehen wir hier, wenn ich den wiederum neu initialisiere und sage, füge Element hinzu, dann kann ich hier bloß Int-Werte übergeben. Wenn ich hier versuche, mal einen String zu übergeben, dann sehen wir, dass das nicht funktioniert. Wir kriegen hier Compilerfehler. Das ist jetzt die Frage, wie könnten wir dieses Problem aus der Welt schaffen? Und das sehen wir uns eben genauer im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.